Das Ganze ist entstanden auf einer Veranstaltung meiner Ralf-Reinig-Stiftung vor einigen Monaten. Ich habe dort Sven Rübner kennengelernt und er hat spontan mich eingeladen zu der Veranstaltung und sich bereit erklärt, die Ralf-Reinig-Stiftung mit dem Sportwagenclub Leipzig zu unterstützen. Und ja, ich habe diese Einladung natürlich sehr, sehr gerne angenommen. Wir unterstützen in erster Linie die Leipziger Grundschulen. Davon gibt es 82 an der Zahl. Und die ersten Projekte starten jetzt im neuen Schuljahr. Da geht es unter anderem um den Fahrradführerschein, den die Kinder dann an ihren Schulen wieder erwerben können. Und das ganz große Projekt ist unser Patenschaftsmodell, das wir jetzt ins Leben gerufen haben. Da werden inzwischen 30 Grundschulen unterstützt von Patengebern, ähnlich wie die Patenbrigade noch zu alten DDR-Zeiten. Und mit dieser Unterstützung, auch mit diesen finanziellen Mitteln, sollen die Schulen dann ganz individuell maßgeschneidert einfach Dinge mit den Kindern machen, die sie sonst nicht machen können. Das Highlight, ach, was soll ich da jetzt sagen, dass die, also ich zumindest hoffe, dass die Leute, die da waren, unsere Gäste, dass sie zufrieden waren, dass sie nächstes Jahr wiederkommen und dass sie einen schönen Tag hatten, entspannten Tag, auch wenn es laut ist auf so einer Rennstrecke, sie trotzdem irgendwie auch ein bisschen runterkommen konnten und sich an dem ganzen Trubel hier erfreuen konnten. Wir hatten einen schönen Tag, schöne Erlebnisse, hatten ein schönes Rennen, leider ohne Marvin. Weshalb wir eigentlich grundsätzlich erstmal alle hergekommen sind, aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Also super, super, super organisiert, tolle Leute und für einen guten Zweck macht man das immer wieder gern. Tolle Veranstaltung, gut organisiert und ja, nette Leute, schöne Gespräche, tolle Taxifahrt.